Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Rockorti mit mir, dem Chris. Und ihr seht es, es gibt seit langem mal wieder ein Video, und zwar ein CSGO-Video. Ich habe heute ein paar Aufkleberkapseln Nummer 2 gekauft, weil man da den Crown-Sticker rausbekommen kann. Ja, der ist eigentlich ganz nice, der ist im Moment um die 80 Euro wert. Und diese Kapseln hier kosten nicht mal 2 Euro. Also selbst mit Schlüssel, den man dazu kauft, der kostet ja nur 95 Cent oder so. Das heißt, ja, man kann hier ordentlich Profit machen. Und die ganzen Blue Skins, also Blue Sticker, die man hier rausbekommen kann, die sind auch eigentlich gar nicht so wenig wert. Die sind alle mindestens so 70 Cent bis 1 Euro wert. Das heißt, man macht hier nicht so krass Minus wie bei den Kisten. Und man hat natürlich die Hoffnung auf den Crown Sticker. Deswegen fangen wir einfach mal an. Das ist der Crown Sticker, den wir haben wollen. Da machen wir so easy Profit. Das wäre richtig geil, wenn wir den haben. Oder bekommen. 10 Kapseln haben wir. Let's go. Wäre mega nice. Oh, okay. Schade, schade. Aber den GG-Sticker. So, ich weiß jetzt nicht, wie viel die alle wert sind. Ich weiß nur, dass der Crown-Sticker um die 80 Euro wert ist. Und das wäre schon geil, wenn wir den bekommen. Deswegen. Oh, Alter. Warum nicht wenigstens ein anderer Sticker? Na, nochmal der GG-Sticker. Wahrscheinlich jetzt so ein Bug, dass der nur noch kommt. Das wäre natürlich ein bisschen scheiße. Oder war der Banana-Sticker? Also der pinke Banana-Sticker, aber wir bekommen den blauen. Geil. Naja. Der pinke, also der andere pinke Skin ist nicht so viel wert, soweit ich weiß. Oh, na okay, wenigstens ein Purple. Na, ist sogar Holo. Sieht gar nicht so schlecht aus. Wenn ich mal noch Waffen hätte. Ich hab übrigens mein ganzes Inventar verkauft. Für Leute, die sich jetzt wundern. Ja, ich dachte so, ich habe sowieso in letzter Zeit nicht mehr so viel Counter-Strike gespielt. Und ja. Da habe ich alles verkauft. Für Echtgeld natürlich. Und ja. Aber jetzt will ich ein bisschen mein Inventar wieder aufbauen. Wenn wir jetzt den Crown-Sticker bekommen, wäre das schon ganz geil. Und wir bekommen wenigstens nochmal den Purple. Ich schau gleich auch mal nach, wie viel der wert ist. 4 Kapseln haben wir noch. In der Hoffnung, diesen scheiß Crown-Sticker zu bekommen. Oh, Mann, der Bombcode. Der Bombcode, sagst du. Scheiß drauf. Komm. Gib mir den Crown-Sticker. Oh, Mann. Das wäre so easy Profit. Wir bekommen nochmal den Bombcode. 2 Kapseln haben wir noch. Let's go. LOL! Alter! WTF! Alter, ich dachte, wir bekommen jetzt wenigstens den Bananendingens. Und wir kriegen nochmal ein Purple. Schade, Alter. Wurde ich gerade richtig getriggert. Schade, schade, schade. Oh, da. WTF, da war der Crown Sticker. Fuck mal live, Alter. Oh, dieser Bait. Dieser Bait. Wir bekommen den Metal-Sticker. Schade, wir haben ihn auf jeden Fall gesehen. Oh, ist das ärgerlich. Das ist natürlich jetzt wirklich ärgerlich. Naja, naja. Ja, auf jeden Fall haben wir dreimal Purple gezogen. Das ist gar nicht so schlecht. Ich gucke gleich mal, wie viel die wert sind. Und ja, ich würde sagen, das war's für das Video. Ihr könnt ja mal Vorschläge machen, was ich jetzt nächstes aufmachen soll. Oder generell Trade-Ups oder so. Könnt ihr alles in die Kommentare schreiben. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao, Leute.